Sie haben mir gefordert, dass Finanzminister Magnus Brunner seinen Posten zur Verfügung stellen soll, dass er da nicht an der Spitze stehen soll, wenn es zu diesen Untersuchungen im Bereich vom Wirtschaftsbund kommt. Warum kann er diesen Posten aus Ihrer Sicht nicht bekleiden? Der ganz einfach, als Finanzminister ist man natürlich auch der verantwortliche Minister im Finanzressort und hat natürlich auch unter sich die Finanzämter. Die sind ja dann auch unter Umständen weisungsgebunden und sonstiges. Und die Finanzämter sollen jetzt den Skandal in seiner eigenen Partei aufklären. Und er ist sozusagen bei dieser Sache an der Spitze. Also das geht ja, ich meine, jetzt rein optisch schaut das nicht besonders gut aus. Und ich erinnere immer wieder an den Gernot Blümel, der damals gesagt hat, der Grund, warum Herbert Kickl zurücktreten müsse, wäre jener, dass er als Innenminister nicht gegen Heinz-Christian Strache ermitteln kann. Ja? Also wenn die ÖVP diesen Maßstab, den sie damals gesetzt hat, nur ansatzweise an sich selbst anlegen müsste oder würde, ja, dann müssten sowieso einige Köpfe rollen und einige ihr Amt zur Verfügung stellen. Das passiert aber nicht. Und im Übrigen auch der Herr Landeshauptmann Wallner. Ich meine, dieser Skandal ist ganz nah bei ihm, wenn er nicht sogar sagen kann, der ist mittendrin statt nur dabei. Ja. Und wir dürfen ja eines nicht vergessen: der Herr Wallner ist vor wenigen Monaten noch als Bundeskanzler gehandelt worden, ja, weil er so einen soliden Eindruck gemacht hat. Aber der solide Eindruck, der löst sich gerade in Luft aus. Also sowohl der solide Eindruck vom Herrn Wallner als auch der vom Herrn Brunner. Ich glaube, die kriegen jetzt gerade massive Kratzer. Und wenn ich der Herr Brunner wäre, würde ich sowieso auf das Amt verzichten, weil er würde mir ja nicht einmal ansatzweise den Vorwurf gefallen lassen, dass ich hier auch nur irgendwie Einfluss nehme auf die Ermittlungen, die dann jetzt stattfinden werden. Der Fall war